und willkommen zu diesem neuen Video und zu einem ganz besonderen Video. Denn wir haben uns dran getraut und Resident Evil 4 das Remake gespielt. Wir haben das komplette Gameplay für euch aufgenommen und ihr werdet in diesem Video den ersten Teil des kompletten Full Games sehen. Wir spielen das Ganze auf normaler Schwierigkeitsstufe und versuchen unser Glück. Es ist unser allererstes Resident Evil Spiel, wie auch schon erwähnt. Wir haben bisher nur die Demo gespielt und wir fanden es schon mega, mega cool und sind sehr gespannt, was wir alles bekämpfen müssen, was wir zu sehen bekommen, welche Rätsel wir lösen. Also ich freue mich schon wirklich sehr, 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 sehr darauf. Im ersten Teil werden wir unter anderem auf der Suche nach dem Mädchen sein, welches wir retten müssen. Diese Person heißt Ashley und ich bin schon sehr gespannt, werden wir sie finden. Das werdet ihr alles in diesem Part sehen. Also lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr euch auch auf die anderen Parts freut, wenn wir weitere Resident Evil Spiele spielen sollen oder mal wieder mehrere Horror-Story-Games. Also es würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Lasst auf jeden Fall ein kostenloses Abo da, so könnt ihr uns super unterstützen und verpasst auch kein Video mehr auf diesem Kanal. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Full-Gameplay. Ah, okay, jetzt müssen wir wieder hier gucken. Oh. Für jene, die wenig Erfahrung mit Actionspielen haben, assistiert. Standard für jene, die Resident Evil 4 nicht gespielt haben. Veteran. Nee, nee, wir haben es ja nicht gespielt von 2005. Ja, dann Standard. Yes. Yes. Ich glaube, die müssen wir retten. Oh. Ich glaube, ihr geht's nicht so gut. Vielleicht doch nicht die retten? Wenn's mit der schon over ist hier. Okay, nee. Ja, ich glaube, die müssen wir nicht mehr retten. Nee. Weiß nicht, wie ich drauf komme. 30. September 98. Kurz nach meinem B-Day. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte, den Schmerz, nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Er hat schon ein markantes Gesicht, ne? Ja, nicht schön. Ja, ich auch. Dann erzähl mal. Was bist du an diesem Ort? So nah am Arsch der Welt. Sagen wir, ich suche jemanden. Nee, das war da auch. Muss jemand ziemlich wichtiger sein, ne? Na? Der befiehlt Kampf von ganz oben. Helft ihm, sagt der Herr. Na, ihr fahrt ja kaum mit mir hier raus, um Marshmallows zu rösten. Oder doch? Hat einen seltsamen Humor. Ich verrate dich was. Noch unter uns. Hier verschwinden immer wieder Leute. Das geht jetzt schon eine ganze Weile so. Na dann, sollte das doch Routine für euch sein. Erst letzte Woche gab es wieder eine Suchaktion. Ich kann sicher auf euch zählen. Ich glaube, hier ist es. Die Natur ruft. Bin gleich zurück. Mal gucken, ob der zurückkommt. Oh nee, dann kennen wir das doch noch nicht. Frío. ¿Te has bebido el bar entero? Oh. Ja,
brauchst du? Vaya sitio más tétrico. Wie weit ist er denn reingelaufen? Ja, ich würde von mir aus aufhalten, bis ich nicht mehr kann, aber mich da nicht alleine hinstellen. Wie weit? Was macht er denn? Ich würde jetzt spätestens schon wieder direkt ins Auto rennen. Der gleicht sich ganz und seit. Verlaufen? Vielleicht solltest du mal nach ihm sehen? Ich warte hier. Wir wollen schließlich keinen Strafzettel. Ja, da kriegt so er bestimmt einen Strafzettel. Ihm. Ja, ach, da hier, das kennen der. Wir ja. Stimmt, wir sollten ja auch in der Demo den Polizisten, also jetzt wissen wir, welchen Polizisten wir finden müssen, ja. Ja. Yeah. Wie weit ist er denn gegangen? Haben wir an die letzte Mal schon was schreien hören? Keine Ahnung, aber die Sounds sind sowieso schon so komisch. Okay, dann geht's jetzt wieder ans Eingemachte hier. Ja. Sind wir letztes Mal hier rumgegangen eigentlich? Nee. Na, da war aber eh nichts. Also ich glaube, wir haben kurz mal da reingeschaut, aber ich glaube, da war jetzt nichts. Hatten wir schon eine Waffe? Ja, das haben wir uns ja gefragt, Messer zücken, aber das macht er erst, wenn es soweit ist. Jemand zu Hause? Ja, hier haben wir so einen Talisman. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Ja. So dachte es da so aus, wenn nämlich. Nee. Irgendeinen Strich hast du da hängen. Ein Strich? Ein weiß. Ah, sieht man aber, glaube ich, nicht. Okay. Haben wir die letztes Mal erst aufgemacht, Lene? Nee, ja, die geht ja eh nicht auf, also. Sorry, dass ich so reinplatze. Das ist wieder unser Freund. Ja, RIP, ne? Fernando.
Das gibt Schlüssel der Jagd. Boah, wie das riecht. Dankeschön, Mura, und dir viel Erfolg auf der Arbeit. Schön, dass du da warst. Nationales Polizeikorps, Mario Fernandez Castaño. Ja. Warum geht der auch hier hin? Was ist mit ihm? Wahrscheinlich wurde der gerade in dem Moment übers Ohr gehauen. Mhm. Hey! Genau. Oh, der wird jetzt ich auch angegriffen. Wie ist Ihr Status? Der hat keinen Status mehr, Bro. Was ist hier los? Mann. RIP. Ja. Was war das? Da kommt wohl jemand runter. Nicht dein Ernst. Wie war nochmal Nahkampf? Ah ja, so. Wie hast du jetzt gemacht? Vor allem die Kugeln nichts denen anhaben. Das ist so. Oh Gott, du rennst einfach. Ja, ich weiß ja noch okay. Wohin. Ja. Mhm. Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Muss los, Bruder, ja. Ich find selbst raus. Wenn ich mich da rausschmeißen würde, hätte ich alles gebrochen, was ich besitze. Wieder die sehr sichere Brücke, die Vertrauen schenkt. Mhm. Mit dem Koffer anpassen wurde ein Aktenkoffer hinzugefügt. Ein Talisman. Ja, wir haben ja vorbestellt und da hat man so ein paar Boni bekommen.
An Schreibmaschinen können sie ihren Fortschritt speichern. Außerdem haben sie dort die Möglichkeit, über die Aufbewahrung Waffen vorübergehend zu verstauen bzw. sie von dort wieder zu entnehmen. Aha. Ja, wir tun noch nichts weg. Nee. Ah, die Fundrate für Pistolenmunition, für gelbe Pistolenmunition. Ja. Ja, den haben wir auch momentan ausgerüstet. Wofür war das Geld jetzt nochmal? Ich weiß nicht, ob sie dem in irgendeinem Shop oder sowas kaufen kann. Erstmal so, einen Moment, Leute, greift mich gleich, ich muss kurz einen Shop besuchen. Ich muss kurz einmal ein bisschen shoppen. Ja. Lecker. Aber wir wollen immer dahin, ne? Da war, glaube ich, noch Muni oder so. Haben wir jetzt hier alles? Ja. Ja, jetzt kommt, glaube ich, gleich ein Freund von... Mhm. Hinter uns? Ist er schon hinter uns? Ne? Der klang irgendwie so nah. Wo seht ihr? Ah, da, da! Oh mein Gott! Oh shit, ich vergesse oh, jedes nein. Mal diesen. Verflucht. Hallo! Ich greife dich doch an! Nix, ey. Okay, irgendwie nicht. Ach, man muss ja erst schießen und dann kann man nicht. Alles klar. Uiuiui, oh mein Gott! Chill doch mal deine Basis! Okay. Halleluja, können wir uns irgendwie wieder heilen? Ja, mit diesem komischen. Also, wir haben auch einen Erste-Hilfe-Spray. Halleluja. Blendgranate. Chillig. Waffe wechseln. Ach so. Mhm. Ah. Was? Willst du jetzt nochmal die Stadt machen? Weil ich habe die ja einmal geschafft. Alles gut. Nicht? Willst du dann danach weitermachen? Ja, dann try ich mal mein Bestes, ne? Ja. Jetzt wird's nämlich wild. Oh. Mal los. Hä? Okay. Noch wer? Nee. Hier ist nachgeladen? Er, ne? Ja. Oh,
Oh, kommt der Kettensäge-Typ gleich mal endlich. Dann weiß man, dass man kurz vorm Ende ist. Ja. Das ist der Hut. Das Hut. Ui, 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 ui. Lauf einfach, ist gerade ein bisschen zu gefährlich. Scheiße, der Kettensäge-Typ kommt und ich glaube, ich bin in der Sackgasse. Ja. Oh, shit. Dem geht's nicht so gut. Was ist das denn jetzt? Ich wollte mich heilen. Nee, gar keinen Bock auf den Kettensäge-Typen. Mir geht's gerade gar nicht gut. Oh, mir fehlt was für die Kräutermischung, aber ich bin kurz vorm Tod. Schild hinter mir. Ich bin auch jetzt ganz langsam, weil ich kurz vorm Sterben bin. Bitte lass uns das schaffen. Bitte, komm, dann kommt die Glocke jetzt. Dann kommt diese blöde Glocke. Oh Gott. Wann kommt denn die Glocke jetzt? Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Nein, es war so knapp. Ja, das sieht man ein bisschen kritisch, die Situation gerade, aber schön, dass es euch gut geht. Wie geht's dir? Eins, du musst zählen! Eins. Zwei. Oh, das ja wohl schon ein bisschen zu viel vielleicht. Drei, nee. Drei. Und vier. Vier. Shit, ich hab keine Muni. Fünf, sechs? Keine Ahnung, wie viele? Ich glaub, sechs jetzt. Ach man, die nervt immer voll. Sieben, acht. Warum? Was ist es mit denen manchmal? Oh Mann, ich bin wieder eine Kettensägen-Tante. Messerangriff! Oh mein Gott, jetzt kommt der schon. Hilfe! Neun, ich glaub neun. Oh mein Gott. Ich habe aber keine Munition mehr, ne? Ich muss da einsammeln eigentlich. Die Leichen da einsammeln. Komm schon. Ja, war nix. Zehn. Ich glaub zehn. Da war keine Muni bei. Ja, kannst du knicken. Kann ich mich eigentlich jetzt hier dann auch verabschieden. Jetzt kriegst du das Kraut, ne? Oh mein Gott, nein. Herstellen. Elf? Hast du den gekillt? Weiß ich jetzt, nein.
Ich glaube, den killst du nicht, wenn er dich erst angreift. Okay, 10. Elf. 12. 13. Wollt ihr mich verarschen? 14. Dann anscheinend doch noch nicht. Doch, deck die Glocken läuten! Nein, doch. La Campana. Oh, Gigi, ey. Meine Güte, war das jetzt ein Krampf. Wo wollen die hin? Zum Bingo? Das ist aber ein cooles Bingo dann. Danke nochmal für den Tipp auf jeden Fall, Chaka. Für den Hinweis. Ja. Vielen Dank. Ich sag... Komm, Condor One. Es gibt eine Route zum See. Such nach einer großen Windmühle, dann nimm den Weg auf der Rückseite. Windmühle. Verstanden. Sei vorsichtig. Ende. Das sind auch die Besten, ne? Sei vorsichtig. Ja, kein Problem. Gar kein Ding. Okay, dann übernimmst du jetzt. Ja. Und schön, dass es dir gut geht, Chanti. Das ist sehr schön. Also du musst immer den am besten ins Face schießen. Ja. Wenn du kurz daneben schießt, dann hast du eigentlich immer schon direkt ein Problem. Ja, genau. Leg dir das so, wie du es gerne hättest. Mhm. Ja, wir durchsuchen noch mal ein bisschen was. Wow. Hier ist anscheinend nichts. Oh doch. Ja, die kannst du immer zerschlagen. Ja. Ja, die Granaten muss man vielleicht auch noch mal öfters verwenden. Das heißt, F ist aufsammeln. Ja. F ist auch ein Angriff, also wie du die dann erledigst und so. Ist alles F. Also F ist mit die wichtigste Taste. Ja. Ich hoffe, es sind alle beim Bingo. Ich hoffe, Bingo geht lang. Das auch. Wofür war das jetzt? Ob da was ist? Nee. Okay. Da ist noch was zum Kaputten. Ich weiß. Brauchst du mir nicht immer sagen. Gib her das Zeug. Oh, erste Hilfe. Strong. Super strong. Denk dran, dann auch schon mal direkt nachzuladen. Strong. Oh, perfekt. Soll ich die schon ausrüsten? Wie mache ich das? 3. Also du kannst auch einfach mit Mausrad, wie immer. Ah. Geil. Aber die hat nur 5 Schuss. Ich würde, glaube ich, wieder zur Pistole wechseln. Jetzt haben wir Flintenmunition. Ich hier raus? Vielleicht ist der auf dem Dach, das krasse Zeug. Und auch nicht. Okay, wie nicht.
hier bringt mir gar nichts. Aha. Vielleicht auch schon. Ein Kristall. Okay. Viele Häuser. Da haben wir ein paar Häuser. Jetzt auch nicht symmetrisch vorgegangen. Hätte ich vielleicht machen sollen. Oh mein Gott! Der ist noch nicht down. Du musst den jetzt noch erledigen mit E. Warum mit E? Hä, wie schieße ich denn? Ja, Rechtsklick. Schieß mit Rechtsklick. Oh. Ja, zielen und dann schießen. Ups. Wir brauchen anscheinend einen Schlüssel. Ja. Der einen gedroppt. Boah. Natürlich chillt er einfach random im Schrank. Alles klar, Herr Kommissar. Ja, dann müssen wir uns hier merken, dass hier ein Schlüssel irgendwie rein kann. Okay. Ach, ich war das. Nee, bitte. Oh, der ist ein bisschen eine Mitleidenschaft. Ja, das ist eine Kiste geworden. Ich den Datthaus hier rein. Ach, hier. Kann sein, dass ich hier schon drin war? Ja, war ich. Sicher? Ja, sehr sicher. Aber obendrauf würde ich nochmal gehen. Wie springe ich denn? Ja, geh mal weiter rum ums Haus. Wie springe ich? Ich weiß nicht, ob du überhaupt springen kannst, aber ums Haus da gab es eine Stelle, wo du hoch konntest. Hier, da, denke ich mal. Wie springe ich? Kannst du springen? Warum ist denn Space Angriff? Und dann kommen wir da nicht hoch. Ja, doch von außen schon. Aber dann geh erstmal in die anderen Häuser. Ja, ja. Da sind die ja drin, ne? Oh oh. Da habe ich jetzt nicht so gute Vibes. Hä, ich komme nicht weiter hoch. Oh mein Gott! Ja gut, dann, ja, dann durch das war das jetzt die Antwort. Also das heißt, ich muss dann rechtsklick, um zu um anzuvisieren, dann links zum Schießen. Genau, und sonst greifst du die halt leider nicht richtig an. Dann immer einmal im Kopf oder so, im besten ja, Fall. Ja, genau. Und dann kannst du... Da machen wir. Und dann kannst du... Mit E jetzt die finishen. Da ist sie. Hä? Oh, das Mädel! Wo soll sie sein? Ja, anscheinend hat er gesagt, da ist sie. Ich habe aber ein bisschen Angst vor dem Mädel, weil... Was konnte man noch machen? Spiel speichern. Überschreiben, ja. So? Mhm. Geh zurück. Mit Rechtsklick immer. Ja. Gehen wir mal dann nochmal... Guck nochmal den Rest. Ja, haben wir noch genug Platz.
Das wollen wir ja nicht, oder? Mach mal. Da können wir nicht eh nichts Neues. Was meinten die mit Talisman anbringen? Immer. Was hast du jetzt gemacht? Hast du da drauf gedrückt? Nö. Was ist denn da jetzt? Bin dann so drüber gestrichen. Hä? Ist das gerade ein Bug? Nee, du guck mal unten. Du bist gerade auf der zweiten Seite. Wisch mal einfach so hin und her. Naja, ich drück mal drauf. Links anbringen. Ja. Okay. Dumm, dass wir den nicht vorher schon angebracht haben. Ja, was heißt denn jetzt anbringen? Also was... Du hast den jetzt an deinem Koffer und jetzt nutzt du den sozusagen. Die jetzt killen. Mhm. Das ist eine normale Person. Jetzt finish ihn. Sammel ein. Wieso steht sie denn wieder auf? Hat sie doch gefinisht. Ich kann doch nicht zielen. Jetzt. Also wenn die gefinisht sind, dann kannst du immer was einsammeln. Und ich würde immer direkt nachladen. Oh mein Gott. Jetzt vielleicht nicht gerade. Das heißt, der war doch nicht gefinisht. Was? Jetzt mal hier reinkommen ins Game. Hm. Stimmt gut, der Geruch. Ja. Ja. Da liegt. Mhm. Ein Hühnerei. Mega. Dann jetzt ins Haus rein, ne? Will ich auch machen. Oh, was ist da? Okay, wir müssen also an verschiedene Orte noch mal immer wieder kommen. Mhm. Soll ich meinen Zopf rausmachen? Migräne davon. Schmerzen. Das heißt, zuerst in das oder da? Ah nee, das war mir schon. Du kannst mir das. Ja. Gott, was ist denn hier los? Warte, ich loote noch mal eben. Da hängt was? Ja, das kann man jetzt das Tor aufmachen, aber das müssen wir doch erst danach machen. Wir kriegen auf jeden Fall krasses Zeug hier. Geht nicht auf. Da ist doch jetzt jemand aus dem Fenster gesprungen, oder nicht? Kann man nicht hier hoch? Nee, du kannst da oben rum. Also ich würde links jetzt gehen. Guck nicht so. Und dann gehen wir jetzt da hoch. Ja. Irgendwie. Ich befürchte aber, dass es nicht langsam kommt. Ja. Soll ich mal drücken? Ja. Ja, du liest dir das natürlich. Ach so, stimmt. Blaue Auftragszettel. Ach so, Plural.
An verschiedenen Orten finden Sie blaue Zettel mit Aufträgen, die auf Ihre Erledigung warten. Nehmen Sie einen solchen Zettel auf, um den Auftrag anzunehmen. Gefundene Aufträge werden unter Akten abgeheftet. Okay. In Gottes Namen kann nicht endlich jemand diese blauen Medaillons beseitigen, die diese Fanatiker überall aufgehängt haben. Ja gut, da haben wir ja schon ein paar gesehen. Okay. Das heißt, immer wenn wir... Ja, jetzt können wir die dann wahrscheinlich anfangen aufzusammeln. Aber jetzt geh erstmal rechts rum. Ja, ich wollte nur mal gucken, ob man... Wo kommen wir denn jetzt hin? Ich würde erstmal da... Vorsicht, du musst runterlaufen. Ja. Ach ja. Das ist so cool gemacht. Kann ich das... Ja. Gott, ich dachte gerade, die springt der da hoch, ey. Mal dieses... Okay, nehmen wir das nochmal mit. Schön. Dann let's fetz. So. Was ist denn hier los? Was sie mitnehmen? Nee. Die ganze Zeit looten, ey. Was ist denn das jetzt? Wahrscheinlich ist die Flinte viel besser. Wie viel Schuss haben wir? Oh, hier haben wir schon mehr. Ja, ist halt, wenn du... wahrscheinlich tödlicher, aber muss halt auch treffen. Hier ist jetzt wahrscheinlich, damit wir das Tor unten aufkriegen. Wahrscheinlich müssen wir erst in das Haus und dann hier so kurbeln. Genau. Erstmal da links, würde ich. Und hallo Kevin! Schön, dich zu lesen. Wie geht's dir? Hallöchen! Ja, da war auch was. Ich glaube, das ist schlau, wenn du da einmal runter gehst. Das muss ja etwas Krasses sein. Ja, da hinten. Ja, die meinte ich. Ja. Weinkanne. Dir geht's gut, das ist sehr schön, uns auch. Oh, da können wir die ganzen Dias und so. Dias. Schätze kombinieren. Unter Wichtiges und Schätze können Sie sich Ihre gesammelten Schätze ansehen. Manche Schätze können Sie zu einem hohen Preis verkaufen, wenn Sie sie mit Edelsteinen besitzen. Kann man mal machen, ne? Ich bin gespannt, weil wir endlich unser Geld ausgeben können. Echt so. Jetzt shoppen. Oh. Kommen wir da wieder weg, oder nicht? Ja, dann muss dann wieder da rum. Bis ich das mit der Granate ausgerüstet habe und so ist es eben wieder zu schwer. Ja, aber du musst schon. Machst du eigentlich genauso wie. Ja. Dings. So. Ach, das ist ein Schwein. Mhm. Nee, wir spielen zum allerersten Mal Resident Evil. Ja, also it's our first time. Ah, das müssen wir oben einsetzen. Oh, wie... Oh, ist er. Jetzt! Finische den! Ja. Nein, es wird nicht einfach. Nochmal schießen. Nein, du musst nochmal. Ja, ich versuch doch. Jetzt nochmal, du musst. Ja, ich mach's doch. Jetzt Nahkampf. Ja, der Typ läuft nicht. Hä? Drück Tab und heil dich. Dann mach du. Ja, du musst es ja auch lernen. Schau, du sollst da weg. Aber ich sag's nicht.
halt noch in die andere Richtung. Welche Richtung meinst du? Ja, wir müssen ja noch da oben rein. Da jetzt rechts. Da. Hier. Mein Güte, die verfolgen mich ja. Ja, so schnell. Du musst immer erst einen finishen. Was ist denn mit dem Dude? Wie oft muss ich den denn dingsen? Ja, das war ja... Was denn jetzt? Nein, zweimal. Nee, nee, wie gesagt, das refresht sich dann immer wieder, wenn du es nicht weitermachst. Wir machen halt auch gerade einen 7-Tages-Stream, dann sind wir immer abwechselnd live. Also einen Tag ich, einen Tag Caro, einen Tag ich, einen Tag Caro. Genau, und das für 12 Stunden. Pro Tag, ja. Was ist da denn los? Ah, kannst du es verschieben. Strong. Caroline. Also noch Ellie, erinnert mich. Ich bin aber auch sonst im Titel markiert. Da kommt man auch zu meinem Kanal. Da kommt man zum See. Hier solltest zum See gehen. Ich jetzt erst noch. Oh, gut. Ich jetzt erst noch mal hier, ne? Mhm. Wenn du da jetzt überhaupt reinkommst. War klar. Ah, ich freue mich, sobald wir eine Begleitung haben, bin ich ehrlich. Ja. Dann fühlt man sich nicht so allein. Irgendwie komme ich da doch hin. Nee. Halt nur belasten, wenn unsere Begleitung uns da nicht hilft und wir die auch noch doppelt retten müssen. Ne? Das wär's. Dankeschön, Kevin. Vielen, vielen Dank. Willst du wieder übernehmen? Wie du möchtest, okay. Hallo? Will ich mich verarschen? Ihr habt dich doch getroffen, du Nudel. Klingt wie hinter dir, ne? Ja, aber ich hab da gerade gar nichts gesehen erst. Oh Gott. Ledermäuse. Oh, ich konnte nicht mehr. Ich hab's dann zu spät gesehen und konnte nicht mehr zurück. Weil ich schon so im Laufen war. Ah!
Hä? Oh. Oh, Scheiß von mir. Ach, das ist so einer, den kann man nicht töten. Oh mein Gott. Hab ich's nämlich auch mal geschenkt. Alter, wer chillt da noch alles? Diese ganzen Schlüssel und so. Ja, wie killst du den jetzt? Gar nicht, kann man den, glaube ich. Hallo! Oder er muss dich erst angreifen. Nee, nee. Hä, was ist das denn? Ja, ich laufe jetzt erstmal, weil ich weiß gerade nicht, wie ich das gehen soll. Ich bin langsam. In Ehren geworfen. Hallo, Typ! Oh Mann, ich bin noch F gewünscht. Verdammt! Hä? Hey, jetzt ist der doch tot, aber der ganz komisch kann man den nur killen. Wo ist denn jetzt hier noch wieder einer? Kannst du vielleicht einfach flüchten, indem du da die Leiter hochgehst? Alter! Oh Mann! Ja, die nehmen aber einen so mit. Ich glaube, da siehst du ja auch irgendwie erst nie. Dass sie dann ein. Und hallo Paul, schön dich zu lesen. Wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch. Und Chris, wir trinken gleich auf dich, aber ich muss hier eben mal eine Sekunde überleben, weißt du? Ja. Habe ich direkt mal eingesammelt. Okay, da kamen wir jetzt erstmal nicht rein. Hier waren wir noch nicht. Ey, wie viele Schlüssel überall. Wo musst du da jetzt springen? Wo musst du es erst irgendwie inaktivieren? Schönes Bild. Nee.
Was ist das? Den Popo. Und Prost. Gut, willkommen in Star City. Hallo. Was war denn hier? Oh, okay. Neue Entwicklungen. Das ist ein Mensch. Etwas Feingefühl. Sahst aus, als wolltest du reden. Wie aufmerksam, Senior. Egal, hast du eine Kippe? Weißt du, die sind ein wahres Grab. Oh, na gut. Dann mach mich wenigstens los, hm? Oh, das ist selbst. Oh, der! Nicht der Typ! Oh, oh. Wer sind sie? Oh mein Stehen bleiben. Gott, wer ist ich glaube, den kann man auch nicht so einfach besiegen. Entschuldigung. Können Sie sich bitte bei uns entschuldigen? Nein. Der will jetzt irgendwas in... wir konnten da jetzt aber nichts gegen tun, ne? Dass Nein. wir da irgendwas bekommen haben. Opferlamm. Du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Mhm. Was zum Teufel? Hey, sachte. Also Mann, wie heißt du? Leon. Will es nicht viel. Ich bin Luis Serra. Und wie es aussieht, haben wir beide das falsche Hotel gebucht. Mhm. Hey, lass das! Du tust mir weh! Und ich habe genug Erfahrung. Ich verstehe, was du vorhast. Nicht das erste Mal in so einer Lage, hm? Lass mich raten. Du suchst hier nach jemandem? Sag nichts. Vielleicht eine vermisste Señorita? Eine junge Frau? Rede. Jetzt. Schon gut. Sie sprachen davon, eine Señorita wegzubringen. Wegbringen? Wohin? Er weiß. Aber später habe ich sie jemanden zur alten Kirche zerren sehen. Ja, Mann, deinetwegen. Hey, wo willst du hin? Nos vemos, amigo. Echt jetzt? Nett. Shit, meine Ausrüstung. Oh. Nein, wir haben so viel gesammelt. Kapitel 8 wird von... Condor One on Basis. Habe Baby Eagle lokalisiert. Offenbar wird sie in einer Kirche festgehalten. Ja, da waren wir Gut. schon. Gut, wir kommen voran. Die Info ist von einem Typen, den ich hier gerade getroffen habe. Luis Serra. Kam mir irgendwie verdächtig vor. Kannst du den mal für mich überprüfen? Wird erledigt. Ich kümmere mich drum. In der Zwischenzeit, geh zu dieser Kirche. Mach ich. Wird wahrscheinlich eh mal Zeit für eine Beichte. Condor One, Ende. Ich bin Kapitel 8 und von Kapitel zu Kapitel immer brutaler. Ja, glaube ich. Im Original auch. Hm. Ja, echt jetzt. Ich dachte, wir sind Freunde, sorry. Ach, wir haben uns nie die Karte angeguckt. Oh. Lol. Lol.
Ah, hier sehen wir. Ach, wir sollen jetzt zu einer anderen Kirche, weil hier war ja die Kirche, wo wir. Ja, am Dorfplatz. Ja. Da war da der Bauernhof, wo du gespielt hast. Hier war der See. Und dann wurden wir hier hingebracht. Ja. I see, I see, I see. Ja, hier sind doch, das sind die Talisman-Teile. Und du konntest die echt nicht einsammeln. Es geht ja um die, es geht doch um die Zettel da. Nee, um die blauen Teile, die da hingen. Der Zettel war nur der Auftrag. Was ist denn jetzt der andere hin? Er wird alleine doch auch drauf gehen. Ja, wollt man auf jeden Fall. Ja, danke schön. Verpasst, wir wurden entführt. Ja. Und uns wurde irgendwas eingespritzt. Ah, nee, ich glaube, hier runterspringen wäre keine smarte Idee. Und wir haben einen anderen Menschen gefunden. Der wurde mit eingefangen. Eingefangen, ja. Und der ist jetzt. Ah, warte, oder war der das? Nee, oder? Wahrscheinlich werden wir den gleich. Das wäre es gewesen, aber direkt down. Ja, der chillt da seine Base. Oh. Schleichen wir jetzt F, ne, bei uns. Ja. Nice. Mega. Bitte, da ist ja mein Zeug. Okay. Das brauchen wir. Ja. Ahí está! Oh. Base können wir parieren. Hallo, dreh dich doch mal, hör. Was ist denn? Ne? Naja, bisher. Ich sehe die auch nur, wenn ich nicht spiele. Wenn ich spiele, dann sehe ich die auch nicht. Hä? Ich muss da aber rein. Hilfe. Ah. Ja, von hier kommst du aber nicht da rein. Vielleicht müssen wir so ganz rum oder so. Mhm. Wir wollen, dass ich hier noch ein bisschen die Messertaktik pariere. Oh ja, der hat mich mitgekriegt. Hallo, also irgendwie bin ich noch nicht so ganz so geil, ne? Ah, der hat mich nicht gekriegt. Ich im Chat zu lesen. Hallo. Ah, das geht auch wieder runter. Wir müssen uns jetzt beeilen. Ja. Geil. Yay. Musst du da auch wieder Sorry, raus? Aber das gehört mir. Nee, ne? Wieder ein Schlüssel. War das jetzt alles? Ja, ich glaube, wir haben wieder alles. Okay. Schön. Oh, was kommt jetzt? Hier drüben, Fremder.
Ist das jetzt ein guter oder nicht? Ja, das sah jetzt nicht so gut aus. Fragen über Fragen, I don't know. Dann lass uns... Oh, und erst mal speichern. Lass uns mal zum Geschäft kommen. Ach, der Shop ist das. Geil. Bestimmt. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Werde reich, schnell. Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Diesen Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kults verzeichnet. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nie mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich in ein gefährliches Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Okay. Sieht ja auf den Slot. Und sehr lieb, Sophie. Wo? Lästige Fabrikbewohner, kümmere dich bitte um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen und ich will es ehrlich gesagt auch gar nicht rausfinden. Okay. Willkommen! Ah, wir können uns die Belohnung da beim Händler abholen. Ich hab was Neues für dich. Boah, egal, jetzt kriegen wir erstmal das gute Zeug. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. So ein Bolzenwerfer wäre schon cool, ne? Boah. Bolzen können auch wiederverwertet werden. Ja, so eine haben wir schon, oder? Nee, wir haben eine andere. Ja. Ah, Schrotflinten mag ich nicht so gern. Ich kaufe fast alles. Nicht schlecht. Na, guck mal. Mein Rücken bringt mich um. Hiermit können... Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Hier können wir eine Schatzkarte im Dorf, fürs Dorf kaufen. Mit diesen Dingern. Mit gelben Diamanten kann in Schätzen eingesetzt werden. Ja. Also ich muss sagen... Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Okay, jetzt müssen wir mal die Waffen hier einmal vergleichen. Ohne die, die wir da kaufen könnten, wäre schlechter als die, die wir haben. Ja. Dann auf keinen Fall, die wollen wir nicht. Nee. Oh, wir können ja auch unsere Waffen verbessern. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Bist du dabei? Also eins von den Sachen jetzt hier, dass wir die Pistole, weil die verwenden wir momentan am meisten, ne? Ja. Da ist auch am leichtesten noch zu treffen, oder? Ja, also wir müssen das hier mal testen, aber du könntest dir die Magazingröße nur eins vergrößern. Akten, ah, hier sehen wir das auch nochmal. Aber wir sollen die Medaillons zerstören, gar nicht einsammeln. Wahrscheinlich müssen wir die einfach abschießen. Mm. Wir kümmern uns erstmal um die Ratten. Ja, okay. Ja, ich ex noch mal ein Glas. Da ist einer. Thank you.
Ist sie? Mega. Yes. Waren das alle? Muss ich nicht drei? Fünf? Ach, warte, ich sehe das doch einfach auf der. Ach, es waren nur drei. Ja, easy. Oh. Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Ich bin jetzt gespannt, welche Belohnung wir kriegen. Aber das ist lieb, Sophie. Dankeschön. Und hallo Callisto, schön dich zu lesen. Ich habe gehört, das ist für die Statistik besser, als ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. Willkommen, willkommen, willkommen. Und vielen, vielen Dank für dein Follow. Und willkommen. Wie geht's dir? Okay. Dann lass mal die Belohnung abstauben. Gute Arbeit. Gute Arbeit, Fremdname freigeschaltet. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ah, jetzt haben wir 6 von den Teilen. Ja, dann können wir ja noch ein bisschen was gönnen, ne? Aha. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Könnte dir das Leben retten. Ich will eine Schatzkarte. Du hast ein Faible für Schätze, was? Gefällt mir. Kannten bestimmte Schätze eigentlich. Ich hab uns mal gegönnt. Ja. So, wie können wir das da jetzt einsetzen? Hast Wäre du da das aufgepasst? Dann alles? Komm jederzeit wieder. Wir haben jetzt diese Spinels oder so, ne? Wie heißt das? Ne, wir haben jetzt hier Diamanten oder halt hier diese Schätze. Ja, genau. Die Belohnung war ja die. Wie setzen wir das hin? Edelsteine einsetzen. Welche? Ja, Melodie. Ah, ne, wir haben noch die gelben. Ich würde einfach von dem roten ein, weil davon haben wir 2. Und die jetzt verkaufen. Ist das schlau oder nicht? Ich kann das noch nicht einschätzen. Wert 15.000. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ja, aber es kann Willkommen. Ja sein, wenn wir die Kanne jetzt ja verkaufen, dann haben wir die ja nicht mehr. Das heißt, wir können auch keine, vielleicht sogar noch besseren Edelsteine Ja, ich versuche mal 2 von einer Farbe. Nächstes Mal kaufst du aber was, ja? Oh. Ich versuche mal 2 von einer Farbe. Ja. $12.000 Duo-Bonus. Ja, okay, also schon sinnvoll, zu verschiedenen Farben zu nehmen. Aber vielleicht warten wir, bis wir 2 gelbe haben. Dann verkaufen wir die jetzt. Kriegen 12.000. Und bei der nächsten machen wir dann 2 gelbe oder so. Und dann kriegst du richtig viel. Meinst du, wir kriegen bald wieder so eine Kanne? Ja. Ja. Immer gern, mir geht's gut. Leider hat mein Laptop den Energy überlebt. Ja, heißt wohl arbeiten heute. Dann hoffe ich aber, dass es nicht allzu anstrengend ist. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Fremder. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was besten Dank. So, dann können wir uns jetzt auch schon den Bolzenwerfer gönnen. Der miese Waffekauf braucht nicht nur das nötige Kleingeld, es braucht auch Eier. Wo bin ich? Am Arsch der Welt bist du.
Okay. Okay, wir kommen jetzt hier auch erstmal nicht mehr weg. Okay, was geht ab? Die Memo habe ich nicht bekommen. Die Memo habe ich nicht bekommen, dass wir hier auf einmal uns alle abknallen gegenseitig. Oh, ich kann Munition herstellen. Also ich bin hier gerade ein bisschen gefangen, wollte ich kurz erwähnen. Hat Geist gebracht, ich dachte dann explodiert das Teil da immerhin. Ja, du mit deinem Kackteil. Jetzt heilen wir uns schnell. Haben wir von hier? Noch mehr? Keiner weniger. Puedes correr, pero no te puedes.
Noch wer? Da oben die. Ey, jetzt, wo ich halt immer wieder zurück kann, ist es, glaube ich, ganz gut. Jetzt die ganze Zeit. Komm, da spawnen die immer nach. Muss hier weg, muss hier weg, muss hier weg! Ja, das war Scheibenkleister. Aus dem Weg! Mit dem Aiva ist so, keine Ahnung. Sollen wir hier offen? Einen kleinen Schlüssel. Ich check halt, wie gesagt, noch nicht so ganz, wo mein Endziel hier sein soll. Den loote ich jetzt hier einfach mal. Ich gehe jetzt nochmal wieder zurück und speichere nochmal. Und dann komme ich nochmal wieder zurück. Weil Speichern ist unser bester Freund. Begeistern. Bro, du hast... Das ist, was ich derzeit... Ja, du hast nichts mehr. Das ist es. Oh, mega, Kevin. Mega, mega cool. Müssen wir auch von innen rein. Schönes. Heilspray, sehr gut. Pflanze, sehr gut. Jetzt gehen wir mal hier hoch, müssen wir noch ein paar erledigen. Glaube ich. Und
geil, Rubine. So. Da oben müssen wir auch irgendwie hoch, ne? Da ist noch einer. Wie kommen wir da hin? Gar nicht, ne? Das Wappen, das ich weiß, wo wir es einsetzen können. Langsam habe ich genug. Ja, jetzt weiß ich, wo, jetzt können wir zurück. Ich glaube, hier, das wird nicht wenig. Also, es wird zwar weniger, aber nicht. Wenn nicht die spawnen alle. Also, tschüss, meine lieben Freunde. Die sammeln immer dasselbe. Schlimm. Tschüss, Sikowski. Ich gehe dann mal, ne? Haben wir nämlich das Wappen. Das können wir hier einsetzen. Dachte ich. Ari waka waka like a superstar. Wer chillt hier wieder? Aber der, da muss irgendwie ein bisschen. Donde ist das? Wer ist da? Wo bist du? Sehr gut, Daphne, sehr gut. Ich bin noch extra vorbeigelaufen. Diesmal habe ich es gesehen, aber. Da machst du nichts, ne? Hä, wie war nochmal tief gehen? Da will ich hin.
Was ist hier? Da ist rein. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ihr Einfluss ist nicht mehr, was es mal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Revoluzea. Oh shit, Leute. Ich glaube, da ist einer mit einer Kettensäge. Das wäre jetzt sehr belastend. Nein, da laufe ich diesmal nicht rein. Oh Leute, keine Kettensäge, please. Okay. Ja, dann locken wir den mal einmal eben an. Sache, ja, aber nicht so kommen gehen. Lass mich doch hier nicht von dem Kettensägen-Typ weg, okay? Lauf da jetzt und er macht nicht, was ich will! Ich hasse die Teile! Ich hasse die Teile. Ich kann da nicht rein. Ich spiele auf normal, ja. Ich bereue es. Illuminados! In Hochachtung vor seinem Meister bot das Volk seine teuersten Besitztümer an. Der betagte Bauer sein feinstes Getreide, der schmächtige Schweinehirt sein kräftigstes Schwein, der verarmte Alte ihr geliebtes Kind. Die verarmte Alte. Der Meister sah die Geschenke und ward zufrieden. Okay. Getreide, Schwein und Kind. Ja, hier kann ich nicht rein, natürlich. Sind da jetzt auch an Sophie vorbeigelaufen. Und Ben, offen. Nicht schlecht. Da müssen die Nachbarn ja von Neid erblassen. Ben, ich hoffe, es wird dann wieder besser. Oder weiß ich jetzt, welche... Oh mein Gott, was war es gerade? Getreide? Schwein, Kind, ne? Natürlich war es das. Kristallkugel. Noch einen kleinen Schlüssel. Alte Fotos, cool. Kratzer, kratzte. Obwohl, warte mal, vielleicht kann ich das drehen.
Ah ja. Endlich Fleisch unseres Fleisches, Blut unseres Blutes, danket unserem Herrn. Aufzeichnung des Dorfes, Band 3. Datum 10. Oktober. Das Wetter ist merkwürdig in letzter Zeit. Der Weizen verdorrt und die Kühe werden mager. 8. Dezember. Erste Anzeichen einer Hungersnot. Unbestreitbar fehlen uns die Mittel, die Felder zu bestellen, aber Lord Sadlers Befehle sind absolut. 30. Januar. 30 Bewohner verhungert. 5 Kühe zur Schlachtung vorgesehen. 11. März. Die Patriarchen haben sich für eine Auslosung versammelt. 6 weitere für Lord Sadler auserwählt. 8. April, 8 weitere heute, 4 weitere heute, 11 weitere heute, also wahrscheinlich einfach tot. 2 Ortsfremde haben sich ins Dorf verirrt. Wir haben sie für das Ritual zum Altar gebracht. Heute keine Auslosung. Okay, also es ging bergab. Oh, das ist der Typ, der uns was eingeflößt hat. Noch ein Schlüssel, nicht schlecht. Der Blut hat die Gabe angenommen. Okay. Basis Anaconda One. Ich habe die Infos, die du wolltest, zu Luis Serra. Wie es aussieht, war er mal Forscher bei Umbrella. Umbrella? Hätte ich ihn doch in dem Sack verrotten lassen. Ich schick dir die Details. Sieh's dir an. Aber Prio bleibt Baby Eagle. Verstanden. Gehe weiter Richtung Kirche. Conda One, Ende. Kapitel 3. Haus des Dorfvorstehers. Ah, guck mal, jetzt sind wir auch in der Nähe vom Dorfplatz. Wir müssen da hin. Okay. Wir kommen da nur mit einer zweiten Person hin. Also Leute, echt viele Sachen können wir noch nicht machen. Haben wir jetzt Nacht?
Ah, ne. Du auch, hm? Süß. Pass auf dich auf, Kleiner. Kann er ja nicht mit uns zusammengehen jetzt oder so? Klar, gehe ich da auch noch mal rein, weil... gehört ja dazu, ne? Ich überlege, ob wir nochmal zurückgehen. Also ich mache ja auf jeden Fall schon mal auf. Weil wir haben hier ja einiges jetzt einfach übersprungen. Wegen dem... Obwohl, nee, haben wir gar nicht. Guck mal, wir sind hier. Ja, alles gut, haben wir gar nicht. Ja, dann können wir weiter. Armes Hundi, ja. Da läuft einer. Ah, wir sind ja jetzt wieder beim Dorf. Oder? Ja, wir sind wieder beim Dorf. Was ist denn hier passiert? Ach, von der Seite sind wir jetzt gekommen, Leute. Ah, wir sollen hier in die Kirche, okay. Wollen wir das? Wollen wir hier in die Kirche, Leute? Weil... mit Hunden kommen. Die kann man irgendwie nicht töten oder so. Nachladen, 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 nachladen! Bro, es reicht. Also jetzt chillt doch mal eine Runde hier. Die Hunde sind ja schlimmer als...
sag's da ungern, ne? Aber ich glaube, wir müssen in die Kirche. Da fahren wir den jetzt. Das wird laut. Oh shit. Doch kein Bingo mehr. Kein Bingo mehr, Leute. Da. Wieder der Idiot. Er kommt gleich wieder. Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Wenn dein Körper deinen Kleidern entwächst, so werde deine Mutter dir neue nähen. Mit 7 Zentnern Weizen und einem halben Stier pro Tag bist du deiner Krippe entwachsen. Gedeihe, mein Kind, um deiner Brüder und Schwestern willen, die es nicht mehr können. Oh, hier ist wieder ein Typ. Händlertipp. Die vernünftige Entscheidung. Hast du satt, dass dir ständig die Munition ausgeht? Dann habe ich was für dich. Den Bolzenwerfer. Du kannst wahrscheinlich... Ja, gut, den habe ich ja schon. Den habe ich noch nie benutzt. Heute ist auch Freitag, dass wir immer Bingo haben in der Kirche. Ja, anscheinend nicht mehr. Komm, wirf einen Blick drauf. Noch ein neues Dings. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. 3 Vipern verkaufen. Willkommen! Friedhof. Eine Kirche, das muss sie sein. Ach so, das ist jetzt erstmal die Kirche, Kirche. Mama, der ist ja gar nicht niederzumachen, der Idiot. Huh? Jetzt habe ich keine Muni mehr. Hallo, ich habe keine Muni mehr. Muni mehr, Muni mehr. Tschüss. Aus dem Weg. Aus dem Weg mit euch. Außenrum. Ja, wir gucken uns erstmal hier den Friedhof an, ne? Hier hast du auch dieses komische Zeichen. Okay, es geht auf. Hier ist nichts mehr. Okay. Ja. Condor One an Basis. Die Kirche ist versiegelt.
Und Baby Eagle? Negativ, noch nichts. Aber die Verriegelung hier ist nicht von schlechten Eltern. Verstehe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, warum. Oh, sie ist hier. So viel ist sicher. Ich sehe, was sich tun lässt. Condor One endet. Ja, das ist wahrscheinlich die Szene aus dem Anfang, die wir gesehen haben. Dann wird's da drin gleich nochmal richtig spaßig. Da ist sie. Das ist die. Sperrt sie bis zur vereinbarten Zeit in der Kirche ein. Karte des Seeufers. Ein Störenfried von außerhalb ist nach dem Mädchen gekommen. Schließt sie in der Kirche ein und wartet auf unseren Befehl, auf den Befehl unseres Herrn. Verschließt die Kirche und versteckt den Schlüssel in der Höhle der anderen Seite des Sees. Okay, ja, hier waren wir ja auch schon mal. Die Kreatur wird sich des törichten Eindringlings annehmen. Der See. Hoffentlich wartet da nicht wieder irgendeine Überraschung. Diese verräterischen Zwillinge verdienen es nicht, in Frieden zu ruhen, denn sie haben sich dem bösen Kult angeschlossen. Kann nicht irgendjemand die Wappen auf ihren Grabsteinen zerstören? Ich muss erstmal wieder ein bisschen für die Schule lernen. Ich schau mal nachher wieder vorbei, Chissy. Sophie, schön, dass du da warst und viel Erfolg. Sehr fleißig. Ich geh jetzt erstmal hier unten rein. Ach lol, ja, hier müssen wir jetzt gleich rum. Geh doch nochmal eben wieder hier hoch. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich nicht auf, deswegen. Ja. Okay. So, was sind jetzt die Zwillinge? Das sind die Zwillinge. Easy. Okay. Ah, da müssen wir wieder zu dem einen Typen, da können wir unsere Belohnung abholen. Da war ich schon drin. Mensch, der Chat rollt. Erstmal guten Tag an alle, die hinzugekommen sind. Schlimm, wenn man selbst neben beim Zocken vertieft ist. Aber mega. Ich kenne das. Ich finde das auch richtig toll, irgendwie selber zu zocken und dabei was anderes zu gucken. Hast du einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Ha, kann ich dir an der Nase? Alle Achtung! Auf dich kann man sich wirklich verlassen. Ja, Leute, Grabschänder sind wir jetzt auch noch. Oh, hier runterfallen wäre jetzt auch ein bisschen mies. Mal eben hier
Bro, ich hab dich getroffen. Du kannst gar nicht jetzt hier irgendwie ein Problem haben. Der ist abgestürzt. Jetzt muss ich ja auch noch Schlangen töten. Ach, das sind die Viper, die Schlangen. I see, okay, I see. Okay, also ich werde nichts sagen, aber ich habe nicht mehr ganz so viel Muni. Runter? Hm? Oh mein Gott, Leute, chillt mal. Jetzt fackelt mich doch nicht auch noch an. Okay. Ja, kann ich schon viele her? Ein paar kann ich. Hier kann ich nämlich nur die Dings-Munition mit herstellen. Dann jumpen wir jetzt nicht. Hier unten waren wir. Ne, warte mal, ist es da, wo ich dachte, wo wir wären? Da käme jetzt noch irgendwie so eine Schlange oder so. Mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Oh mein Gott, da wird gleich einer kommen, der genau das Ding benutzt. Blauen Medaillons beseitigen, ja. Mich hier.
Oh, hier kommt gleich so ein Riesenboss und wir müssen gegen den kämpfen. Ich weiß es doch jetzt schon. Aufzug gibt's hier. Des einen Knarre, des anderen Leid. Händler-Tipp, hol dir dein Geld zurück. Unbenutzte Waffen. Ja, wir haben schon ein paar unbenutzte Waffen, ne? Fremder. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Ja gut, dass wir hier erstmal speichern konnten, bevor wir gleich gegen dieses Vieh kämpfen müssen. Ich wäre gerne einfach so ein Händler. Ich habe mit nichts was zu tun. Oh, okay. Aber verkauf einfach hier Zeug und werd reich. Sieh dich um. Hier willkommen. Mir auch. Das freut mich. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir hier endlich das gute Ding. Jeton-Automat. Mit 3 silbernen und goldenen Jetons können Sie am Jeton-Automaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, bla bla bla. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar. Noch dazu kostenlos. Geil. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Jetons an einem Jeton-Automaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Du kannst mehrere Ziele auf einmal zerstören, indem du auf eine Stange Dynamit in ihrer Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du einen Matrosen erwischt, werden die Punkte abgezogen. Ja, für den Boss aufheben, ja. Hier habe ich ja egal, viel Spaß. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. Machen erstmal hier eine. 2, 1, leg los! Ach so, ich hätte die vorher. Ich hätte die vorher schon abschießen. Oh. B. Ja, B. Hobbyschütze. Wir haben uns nicht in dir geirrt, Fremder.
geht los! Doppelkill! Hervorragender Schuss! So nämlich. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt. Drei, mach Bock. Zwei, eins, leg los. So geht das. Tut mir leid, Partner, und Abzug. Schade, ich wollte die auf einmal. Feierabend. Das war jetzt nicht so gut. Oh, auch noch B. Don Esteban, Talismane. Ja. 15% häufiger Herstellbonus auf Flinter. Flintmunition. Okay. Das ein. Süß. Ein Knarre des anderen Leitfremder. Mhm. Wenn es eine Messer reparieren, ist Messer so wichtig? Ich habe nämlich schon mal ein Messer verkauft. Taschenuhr. Okay. Da brauchst du nicht so viel Munition. Ja, das ist true. Schießpulver. Okay. Hier lang?
Ah, hier bin ich nicht lang. Dumm. Never mind. Oh shit. Scheiße. Weiß ich nicht. Müssen wir da jetzt auch noch wahrscheinlich dann gegen ankämpfen? Ich freue mich. Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm gelagert. Okay. Wenn ich einmal unten bin, komme ich nicht mehr hoch, oder? Gehe ich erstmal hier rum. Ich soll jetzt schon Boot fahren. Hat jetzt so smart ist, Leute, ich weiß ja nicht, ne? Hier können wir das einsetzen. Okay, dann fehlt hier noch zwei Teile davon. Diesen Puzzle. Aber fahren wir jetzt erstmal Boot. Keine Ahnung, da drüben war mir jetzt nicht so ganz. Kommt schon. Und füllt wenigstens das Benzin nach. Ach stimmt, wir müssen da wieder hin. Wir müssen ja, wie wir gelesen haben, Benzin holen. Warte, wo mussten wir es nochmal holen? Verarbeitungsgebäude bei der Fischfarm. Hier durch? Okay, wir müssen gegen unseren Freund kämpfen. ¿Dónde está?
Ah, hier kommen wir nur wieder zurück. Ja, gut. Du hast eine Faust hier. Ja, den einmal down kriegen, ne? Geht doch. Das ist schon strong. Oh, wir sind im Kreis gelaufen. Noch wer? Alles klar. Forellenbarsch. Können wir den nicht einfach essen oder so? Das ist wieder so eine Schlange. Warum bin ich so? Ah, das habe ich jetzt nicht gesehen. Nutzen. Check immer noch nicht so ganz, wo wir hin müssen. Einer weniger. Also die check ich auch nicht. Checken. Hä? So, wo muss ich hin? Da komme ich her. Hier rum. So. Hier konnten wir nicht weiter, also gehen wir hier rum. Hier ist noch so ein Teil. Sammeln wir ein. Hier geht's wieder zurück. Bin schon wieder im Kreis gelaufen. Kannst du keinem erzählen. Da geht's nicht. Also darum. Sag mir jetzt nicht, bin schon wieder im Kreis gelaufen. Ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Natürlich. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich laufe da immer rein. Und jetzt? Ich muss gleich nochmal eben auf die Karte gucken. Ich bin schon wieder hier.
brauche die Karte. Da muss ich hin. Wieso stehst du wieder auf? Danke, wir haben es Benzin. Ja, das ist doch schon mal was. Ein Hühnerei. Also alles, was das Herz begehrt. Dann kommen wir wieder zurück. Ah nee, nicht hier lang. Ah nee, nee, stopp. Wir haben nicht mehr viel Leben. Okay, Boot fahren wird jetzt, glaube ich, auch funny. Komisch. Komisch, dass mich das nicht wundert. Okay.
dein Mordshunger, hä? Ich kann mich nicht bewegen! Dachte zuerst, die Orcas sind wieder da. Oh mein Gott, ja, true. Hä? Also ich verstehe noch nicht so ganz, wie ich das hier bewegen kann, ehrlich gesagt, aber I try my best. Hält das Vieh denn noch aus? Hab schon Freund. Wo bist du hin? Harpunier, ich glaube, wir haben es. I guess. Ja, wir hatten aber ganz schön viele Harpunen. Ja, das ist jetzt belastend, dass wir dieses Ding in uns haben. Wir müssen uns das irgendwie rausschneiden oder so. Ja, oder wir haben halt ein kleines Problem. Ja. Oh, Kapitel 3 ist beendet, oder was? Ja, war Kapitel 3, ne? Tode 0. Ja, Was? Tode 0? Sind wir wirklich kein Mal gestorben? Doch. Wir sind in Kapitel 3 kein einziges Mal gestorben. Im ersten 7 Mal, im zweiten 5 Mal und jetzt 0? Okay, krass. Opferlamm, du wirst den heiligen Leib empfangen. Es beginnt jetzt. Schon bald wirst du unserem Bund beitreten. Auf ewig. Meinen heiligen Segen teilen. Okay. Condor One an Basis. Bitte komm. Condor One? Du warst 3 Stunden nicht zu erreichen. Alles okay? Ja, mir geht's gut. Kommt nicht wieder vor. Und die Kirche? Bin noch auf der Suche nach dem passenden Schlüssel. Verstanden. Pass auf dich auf. Stimmt.
Ende. Wir suchen ja immer noch nach diesem Kackschlüssel. Okay, Leute. Mein Fuß ist eingeschlafen. Ach, schlimm. Warte mal, hier waren wir doch, oder? Ist hier nicht der eine Typ oben? Unser Verkäufer. Oh. Ja, das ist eine Mütze von dem einen. Hier schon wieder... Der wird angebetet. Der ist für die so eine Art Gott. Kriegen wir hier doch noch sortiert. Ich weiß nicht, ob ich das gerade so gut finde, dass wir Nacht haben. Okay, die beten gerade. Jetzt ein bisschen belastend, ey. Wir werden unsere ganze Muni los. Weil hier haben die gebetet. Eterde, ey. Okay, wieder so ein Eine Ding. Art Kultstätte. Alles Tutti, das ist sehr schön. Okay, das sieht mir irgendwie schon ganz strange. Okay, ich dachte, es sähe aus wie irgendwas Inneres. Das Symbol von der Kirche. Ist das der Schlüssel? Ja, können wir den sneaken, oder? Okay, da sollen wir was reinlegen. Die beiden Sachen müssen wir wahrscheinlich dann noch finden, ne? Das ist der See. Okay, wir haben jetzt hier schon einiges auf. Guckt mal, die Welt. Obwohl, das geht. Die Welt geht doch bestimmt noch weiter, oder? Wo eigentlich hier? Da, wo Wolken sind, da wird es noch weitergehen. Aber.
Hier vielleicht noch ein bisschen, aber sonst haben wir schon sehr viel von der Map gesehen. Warte, wir sind gerade da. Nee, da. Okay. Einen Schlüssel haben wir schon mal jetzt. Bring mir bitte jemand ein seltenes goldenes Hühnerei. Goldenes, ja, das haben wir nicht. Ich soll schon wieder Boot fahren, ja? Okay. Hey, wie cool, dass man jetzt hier auch fahren kann. Hier waren wir schon. Alexandrit. Ah, so mal ein Schiff. Ach, belastend. Wir müssen eben zu dem Typen. Wir müssen jetzt ein paar Sachen wegpacken. Okay, was soll ich da? Erstmal eben zu unserem Kumpel. Dann gehen wir wieder ins Boot. Von hier kamen wir anscheinend. Ich weiß nicht mehr, wo wir schon waren und wo nicht. Okay, also dieses Level haben wir schon mal nicht geschafft. Und
Oh mein Gott, smart. Jetzt haben wir wieder dieses komische Vieh. Also habe ich genug. Ist ein bisschen lustig, wenn das hier aus der Kopf aus dem Kopf springt und Party macht. Ja. Hä, Bro? Wieso? Wie kommt's? Der wird wieder zum Vieh. Der lebt immer noch? Ich versuche jetzt gleich mal dieses Bolzen-Ding. Caro, beste Schwester, definitiv. Oha! Haben echt nicht mehr so viel Munition, ne? Meine Bolzen. Also hier schon wieder beschossen, ich kann das so alles nicht. Hat er sich gerade selber? Na schlau. Der hat sich einfach selber ins Aus katapultiert. Ist da einer von denen wieder? Ah, nee.
Oh, okay. Haben die Dinger damit was zu tun? Ah, dann wäre das irgendwie besser dargestellt, oder? Die haben da was mit zu tun. Hm? Ja, da unten ist das hier. Dann ist das hier das erste. Das muss ich mir nochmal genau angucken. So wie so eine... Wie so eine wie so eine Brezel. Haben wir eine Brezel? Ah! Ja. Erst das hier... Hä? Ich kann es nicht auswählen. Erst das und dann das unten. Jetzt müssen wir aber noch gucken, was das letzte ist. So ein Kreis, wo aber was fehlt. Okay, ich teste mal was. Warte mal. Lol, das war es einfach wirklich. Kopf des Abtrünnigen. Nur. Aus dem Weg. Mal wieder einer von denen, ne? Verdammt! Was denn, verdammt? Habt ihr noch gekriegt? Hm. Ach, von hier kamen wir, ne? Okay, dann müssen wir jetzt wieder zurück. Hier ist Sackgasse jetzt. Oder? Was ist da?
Haben wir hier schon? Yes. Von hier kamen wir anscheinend. Von da kamen wir auch. Ey, wir werden hier richtig in eine Falle gelockt. Waren wir hier nicht gerade? Sind wir im Kreis gefahren, ja? Im Kreis gefahren. Ja, moin. Aber immerhin haben wir noch ein paar Dingsbums hier einsammeln können. Ehrenstar City einfach. Goldplättchen. Hier waren wir schon mal, kann das sein? Hier waren wir schon mal. Müssen wir dann hier nochmal hin, wenn wir hier schon mal waren? Jo, hier ist das erste Dorf. Erste Fischerding. Von hier haben wir zuallererst auf den See geguckt. Jo. Können wir es jetzt aufmachen? Ha, jetzt haben wir viel mehr Schlüssel. Hm. Oh mein Gott. Jetzt können wir endlich viele Sachen besuchen, die wir vorher nicht besucht haben.
Würde mir jemand einen riesigen Fisch aus dem See fangen? Fischtran kann man einfach immer gebrauchen. Das Foto sollte die Suche erleichtern. Oh mein Gott. Ein Riesenbarsch. Ja, moin. Was geht hier vor? Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Oh mein Gott, okay. Hier waren wir auch schon mal, hier war vorhin keine. Als wir vorhin hier waren, war hier keine. Ne, hier waren wir dann anscheinend doch noch nicht. Oh mein Gott, was? Noch mein Handy. Oh! Ich hab grad ein Problem. Warum werde ich denn jetzt getötet? Entschuldigung. Ich renne da jedes Mal rein. Ich wollte vor über einer Stunde Feierabend machen, dann kam noch ein Meeting rein, war super. Oh Mann, das glaube ich dir. Shit. Aber immerhin jetzt dann wahrscheinlich Feierabend, oder? Ja, hier war ich ja gerade. Toll. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. So viel kann man ja schon mal sagen. So, dann fahren wir hier mal weiter unsere Runde. Oh nein, das wollen wir einsammeln. Hallo. Bitte noch mal eine kleine extra Runde. Wir wollen Money. Waren wir hier schon? Hab mich festgefahren. Boah, der Wendekreis ist halt eine große Belastung.
glaube, hier waren wir noch nicht. Eine 3 circa. Einzige, was ich gerade sehe, die 3. Caroline, die braucht ein bisschen Abstand vom Bildschirm, weil die hatte Migräne heute. War erst auch dabei, aber ihr geht's nicht so gut. Oder ging's vor allem nicht so gut. Okay, hier haben wir ja die 333, das haben wir ja richtig. Oder müssen wir das so sehen? Die Dreier? Okay, Leute, die Dreier. Nee, wie sagen wir das? Das, ne? Genau, der Bumerang. Hier das. Und die. Ja, man kann von besser sprechen. So. Gewehrmunition. Oh mein Gott, das ist das letzte, oder? Und nochmal hier den Kopf des Gotteslästerers. Jetzt haben wir wohl den Schlüssel. Wir können endlich in die Kirche, Leute. Take me to church. Hier waren wir noch nicht. Hühner. Wir haben das goldene Hühnerei, Leute. Wird beschlagnahmt. Ich stehe so kurz vor Permaban. Die Kirche ist abgeschlossen, deswegen müssen wir da den Schlüssel oder... Anscheinend ist der Gotteslästerer der Schlüssel, keine Ahnung. Müssen wir da auf jeden Fall hinbringen. Hm. Jetzt haben wir, glaube ich, alles rund um den See abgekreist. So ein Ding sollen wir töten. Ja, können wir es jetzt nehmen auch, oder? Nein! Bro, ich muss das mal eben nehmen. Dreh doch mal.
Okay, wir haben ein Problem. Du hast den Geruch des Kampfes abbekommen. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? Raketenwerfer ist schon geil. Leben retten? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Wäre das dann alles? Hä? Ich kaufe fast ein hervorragender Deal. Komm jederzeit. Was waren hier nochmal unsere blauen Aufgaben? Ratten haben wir. Reipern haben wir. Zwillinge haben wir. Wem sollen wir das goldene Hühnerei bringen? Wollen wir das verkaufen? Ja. Wieder. Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Angenehme Reise. Und den Barsch wahrscheinlich auch, ne? Ja. Willkommen. Das wollte ich sehen. Ach, gute Arbeit. Wäre das dann alles? So. Im Grab brauchen wir nicht. Bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Okay. Oh mein Gott, hier kommen die Köpfe rein. I see, ich habe das schon vergessen. Condor One an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja, reden wir später. Ich mach mich auf. Condor One, Ende. Okay. Wir fahren jetzt hier einfach weiter durch bis da. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir jetzt gegen das Vieh kämpfen müssen oder ob wir doch noch woanders hin müssen. Ja, jetzt ist hier Licht an. Ich wusste es. Oh mein Gott, das wird jetzt eine große Belastung, Leute. Da habe ich ja schon die ganze Zeit Schiss vor, ne? Ach du Scheiße! Was? Verdammt, bist du ein großer Junge. Ist ja nur ein Riese. Okay, dann müssen wir es nochmal machen. Wir waren schon richtig, richtig weit und richtig, richtig gut.
Wir haben halt leider so wenig Muni. Verdammt, bist du ein großer Junge. Wann bildet der nochmal seinen Follikel da? Ganz gelegen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, schnell, schnell weg. So, einmal heilen, please. Guter Junge!
Map öffnen war eigentlich nicht mein Plan, aber. Shit. Ja klar, der bückt sich immer zum... Oh, da habe ich gar keine Muni mehr. Shit. Oh, hä? Wie hat er mich denn jetzt getroffen? Hallo? Okay. Wäre ich als Briefmarke geendet. Oh mein Gott. Okay. Jetzt aber zur Kirche. Ey, einfach zweiter Versuch und wir haben's. Erinnert mich an gestern. Guck, liegt. Ja, moin. Und wo ist der Hundi? Zuchttagebuch. 6 Monate. Seine Zähne kommen gerade erst durch und doch schiebt es sich alles in seine Nähe, alles in seiner Nähe in den Mund. Es kann noch nicht laufen, hat aber einen Hund im Ganzen verschlungen. 9 Monate. Es überragt mich bereits, doch es wächst weiter. Das Gemeindehaus wird ihm zu klein. 10 Monate. Selbst nachdem ich es in den Steinbruch gebracht habe, wächst es noch. Mittlerweile verschlingt es eine Kuh in nur 3 Tagen. 13 Monate. Es kann mit unserer größten Axt herumwedeln wie mit einem Zwerg und heute hat es beinahe einen der Männer aus dem Dorf verschlungen. Es bekommt nicht genügend Futter. 17 Monate, es sind nur noch wenige Kühe übrig. Wenn das so weitergeht, verhungert das ganze Dorf. Ah, das haben wir ja auch in dem einen Haus da gelesen, dass so viele Kühe verwendet werden müssen. Wir haben bei der Burg um Hilfe gebeten und sie haben die Kreatur mit einem Zauberspruch in Schlaf versetzt. Hoffentlich wacht sie so schnell nicht wieder auf. Ja, ist sie aber. Halleluja. Also haben wir jetzt halt überhaupt gar keine Munition mehr. So viel sei schon mal gesagt. Wo ist denn der Hund? War ich hier schon? Achso, ja, hier geht's zur Kirche. Ich hatte kein Problem, wenn die mich dann jetzt erstmal mit anderen Kreaturen verschonen. Ja, natürlich nicht.
hab doch keine Muni mehr. Okay, Leute, jetzt hier sollte das Mädchen sein. Ashley Graham, ich will dir helfen. Okay, wir haben jetzt die blaue Scheibe. Deren komisches Zeichen, was aussieht wie so eine riesige... Oh, was war da? Wie so eine riesige... Heuschrecke oder keine Ahnung was. Mücke. Ashley! Bist du hier? Ja, du denkst, der ist jetzt einfach hier, ja? Ihr Handy. Hier kann man zu zweit hoch. Motorola. Ashley? Ashley Graham, bist du hier? Oh mein Gott, wir haben sie! Beruhig dich! Ich bin Leon. Ich bin auf Befehl des Präsidenten. Na toll. Hey, ist gefährlich draußen. Du musst mir zuhören. Was ist das? Da drüben? Oh, shit. Ergreift sie. Die Schäflern entkommen. Bringt ihren Seelen Erlösung.
krass. Was sollen wir tun? Dein Vater vertraut mir. Und du musst mir auch vertrauen. Und genau tun, was ich sage. Ich bring dich nach Hause. Okay. Okay, Leon. So, ihr Lieben, das waren die ersten Kapitel des Resident Evil 4 Remakes. Es ist einfach ein unfassbar tolles Game. Ich freue mich schon weiter zu spielen. Ich bin jetzt gespannt. Schreibt in die Kommentare, was ist euer liebstes Resident Evil Spiel? Wie weit seid ihr vielleicht auch schon bei dem Remake, wenn ihr es auch spielt? Das würde mich sehr, sehr, sehr interessieren. Hinterlasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, ihr weitere Parts sehen wollt. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, falls ihr es an dieser Stelle noch nicht getan habt. Schaut bei unseren anderen Social Media Kanälen vorbei, vor allem auch bei Twitch, da seht ihr die Langfassung des kompletten Gameplays ungeschnitten, also falls ihr euch das auch nochmal anschauen wollt. Und da würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder und beim nächsten Teil des Gameplays. Tschüss, ihr Lieben!